Après un rêve, nach einem Traum, eine der bekanntesten Kompositionen von Gabriel Fauré, ein Lied, das Sie gleich erleben werden, aber in Bearbeitung für Violine und Klavier. Dieses Lied aus den Trois Melodies, den drei Melodien, später von Fauré zusammengestellt, erzählt von einem Aufwachen. Es basiert auf einem italienischen Madrigaltext. Das lyrische Ich erzählt, wie es im Traum mit seiner Geliebten bis in den Himmel, bis zum ewigen Licht gereist ist, dann aber wieder aufwacht und dass das Ganze nur ein Traum war. Er, sie wünscht sich wieder zurück in diese Traumwelt. Es ist eine der bekanntesten Kompositionen von Fauré, die sehr schnell auch bearbeitet wurde für Instrumente, für Soloinstrument und Klavier, in unserer Fassung für Violine und Klavier. Sie erleben jetzt Eki Opitz, Stimmführer der zweiten Violine im Orchester der Deutschen Oper Berlin, und Maxime Perrin mit Gabriel Faurés Après un rêve.